Moin moin und willkommen zurück hier vor der Höhle bei Final Fantasy 7 und meinem Let's Play. Und wir gehen nochmal direkt rein. So. Was erwartet uns hier denn? Was uns wohl erwartet? Oh. Wie fertig ist er denn? Sephiroth war hier. Stumpf. Na toll, zwei Schritte gegangen und... Attacke! Was ist das denn? Stumpf, machen wir das mal so. Ja. Also Aufrufzauber verschwende ich hierfür jetzt nicht unbedingt, ne? Ist ja auch nicht nötig. Das hat er hier schon fast gekillt. Oh, was ist denn hier los? Ah, ich kann einfach weitergehen, oder? So, ja, ich musste einmal kurz unterbrechen. War einfach so jetzt. Deswegen habt ihr jetzt gerade 3 Sekunden nicht mitgekriegt, was ja nun nicht schlimm ist. So, und weg damit. Blitzrauch, was ist denn das? Warte mal, wie viel Geld haben wir? 28.000. Alle vollbelebt, dabei habe ich wiederbelebt dabei. Obwohl, das bringt es jetzt auch nicht groß zu trainieren, weil es eh eine Ewigkeit dauert, bis es auf Leben 2 ist. Oh, ein Makro-Reaktor. Der Corell-Reaktor. Oder auch Reaktor von Corell. Ah, die fliegenden Fische. Ja, mit Kanonen auf Spatzen. Wir schießen jetzt mit Kanonen auf Spatzen. So. Oh, das ging doch recht fix, ne? War ja auch nicht anders zu erwarten. Jetzt bin ich hier. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Immer man angreifen. Immer man angreifen. Nee, nee, nee. Zwei überdimensionierte Vögel. Greifen wir mal stumpf ein bisschen an. Vogelkick. Weich, was ist das denn? Okay, hier ist nichts.
Alter, noch nicht mal das Bild da schon angreifen. So, da hilft das. Aber nicht. Ah, hätte ich die anderen mal angreifen lassen sollen. Nee, nix. Ich lasse dich doch jetzt nicht hier auf das Viech im Limit verschwenden, ey. So nun nicht. Oh, ja, ich muss mir einmal gerade den Wecker stellen. Ich habe das verpennt. Weil das Let's Play soll ja nicht allzu lange gehen. Nicht länger als eine halbe Stunde. Oh, geh da hoch, du Pfeife. Geht's denn? Wird's denn gehen? Ja, wird es. Attacke. War ja klar. Oh, was wird das denn hier? Bomberman Deluxe oder was? Nein, jetzt verschwinde ich für einen eine Pfeife im Blutzahn. Jetzt mal das Ding. Achso, ja, das zieht ja den Gegner HP und MP ab. Ich vergaß. Deswegen macht das nicht allzu viel Schaden. Ich habe irgendwie das Gefühl. Fuck you! Das Viech wird ja immer größer. Mach das mal schnell kaputt. Wie viel Damage muss man den Viechern bitte schön machen, bis sie sterben? Das nächste Mal nehme ich einen Aufbruchzauber. Schon wieder auf ihn, aber ihr wollt mich ja wohl verarschen, oder? Ja super, 0 XP, 0 AP, weil ich keinen von denen vernichtet habe, oder was? Oh, yo! Die Aktion. Aber wir speichern jetzt erstmal. Das ist immer wichtig. Speichern ist immer gut. Hüpf. Nö, das hat irgendwie nicht geklappt, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Naja, also machen wir es gleich ein paar Mal nochmal. Ey, das ist verflucht. Ich bewege mich. Zack, Angriff. Nicht zu fassen. Das hat sich erstmal erledigt. Hoffentlich kann ich dann noch mal runter.
Och nö. Wie verdammt nochmal geht das, bitteschön? Ich komme immer auf den Scheißmittel. Dingens. Zweifaches Maschinengewehr, sehr gut. Ja. Alle und Blitz. Oder? Jo. Erde, Schokomog. Na, die kriegen jetzt auch natürlich doppelt Erfahrung, weil das mal zwei, ein doppeltes Dingens ist. Stopp. Ich würde es ja jetzt laden, weil ich jetzt nicht weiß, was da drin, was das, das irgendwas Gutes war. Ich bin gleich wieder da. So, hier bin ich wieder. Ich habe das jetzt einfach neu gestartet, wie ihr sehen könnt. Ich bin einmal runtergefallen. Das linke Juwel holen wir uns gleich. Und hier habe ich es jetzt geschafft. Eben passend zu Dingsen. Und habe das gekriegt. Ja, ich sag euch jetzt auch direkt, wie ich das gemacht habe. Nein, sag ich nicht. Ich hole mir erst das Ding hier oben. Einmal speichern, falls ich es nicht schaffen sollte. Was habe ich jetzt eigentlich gekriegt? Na toll. Sternanhänger habe ich schon zu Dutzenden. Oh. Speichern. Nicht vergessen. Also hat es mir eigentlich nichts gebracht, aber auch gut. Hauptsache man hat's. Könnte ich ja theoretisch verkaufen oder irgendwann noch gebrauchen. Soeben bin ich jetzt nach rechts. So, man darf jetzt nicht die Kreistaste drücken, sonst springt er jetzt hoch. Und dann drückt man jetzt gleich direkt in eine Richtung und drückt dauerhaft Kreis. Und dann hat man's. Ja, Zauberstab, etwas für Airis. Und jetzt gehen wir hier mal weiter. Oh, da liegen noch Sachen. Na, toll. Wieso kann ich die alle da hinten nicht angreifen? So, jetzt aber. Oh, ist schon tot. Na, jetzt hat er auch wieder ein Maschinengewehr und keinen Schlagbogen mehr.
Turbo-Äther. Oh, das ist wieder dasselbe. Und hier gibt es nichts mehr. Ah, da habe ich dann schon alles abgeräumt. War wahrscheinlich sowas wie eine dritte Chance. Naja, auch gut. Kraxel mal hoch, aber Speedy. Verwandeln. Ach so, das Ding ist scheiße. Und hier lang. Aha, die stehen da unten schon. Ich muss jetzt hier oben lang laufen zu dem Kastenhäuschen, zu dem aus Holz und die Brücke aktivieren. Was das für Pilze? Aus Spaß Beben einsetzen. Okay, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Was? Was ziehen die mit dem Schlag? Oh. Die segnen gerade alle lustig das Zeitliche. Jo. Naja, jetzt ist vorbei mit denen. Oh, 400 Punkte. Ja. Zack, zack. Zack. Ja, ich mache ja schon alte, komische... Wieso schwenkt das Bild weg, während die Brücke runtergeht? Lustig. Nee, jetzt muss ich nicht eben ernst wieder ganz zurücklaufen, oder? So, die legen wir am besten gleich um. Scheiß Vierfachlaser. Braunert Leben haben wir heute. Jo, weg damit. Jo, ist er auch wieder eine Ebene hoch. Cool. Och nee, jetzt muss ich wieder ganz zurücklaufen. Und unten lang. Ich höre einen Vogel zwitschern. Habe ich einen Vogel oder was? Nee. Oh, ich habe mal wieder Lust auf den. Oh. Ah ja, super. Setzt er zuerst seine Attacke an, auch gut. Aber ist ja egal, ich muss die ja nur irgendwie oft genug anwenden, damit die
er seine zweite Attacke kriegt. Nicht lang, aber hier. Ach, Alter. Ich habe keinen Bock mehr. Also so geht's ja nicht weiter hier. Das unterbinden wir mal. Aber ganz schnell. War mir irgendwie klar, dass das Dinosaurier keinen Schaden macht. Ja. Er ist vergiftet, oh mein Gott. Naja. Laufen wir über die Brücke. Nein, 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 nein. Diesmal nicht. Nein, Feuer 2 hätte ich nicht einsetzen sollen. Idiot, ich wette, das gibt ihm sogar noch Plus. Nein, und das auch. Ja, war ganz schlau. So, weg mit dir. Mein Cloud kann keine Zauber mehr einsetzen, sehe ich gerade. Noch 6 MP. Ja, ich sag ja, Geschichte von Barrett. Die sind Barrett alle nicht ganz freundlich gesinnt. Warum, erfahren wir später in der Geschichte. Weil es angeblich seine Schuld ist, dass diese Stadt draufgegangen ist, also so zerstört ist.
deine Geschichte hören? Zur Gold Saucer. Gold Saucer ist ein Vergnügungspark. Ja, Molotow-Cocktail, neu. Endlich was Vernünftiges. Ah, verfickt. Ich muss wieder 30.000 kriegen. So. Was kann er noch kriegen? Wiederbeleben. Versiegeln und verwandeln ist Kacke. Kriegt er heilen und er stehlen. So. Okay, ich glaube, das passt. Wir fangen an zu verkaufen. Braucht keine Sau mehr. Braucht keine Sau. Brauch ich nicht. Was? Nein, ich habe nicht gerade das Feuerdings verkauft, oder? Fucking! Idiot. Das hätte mich sehr gut gegen so manche Leute geschützt. Nein, jetzt habe ich auch einen Sternanhänger verkauft. Eigentlich sollte man diese Sachen nie verkaufen, weil man da immer ganz gut mit sich auf Kämpfe vorbereiten kann. Auch keine Sau mehr. So. Seine Heimatstadt. Oh, die Geschichte von Barrett, so in etwa. Ja, Laber.
Er will das Kohlebergwerk nicht weggeben, weil er an Traditionen festhalten will. Ja, ihr dachtet. Ja. So, und ab zur Goldsource. Der Gold Saucer Sauce. Dün war eine Frau? War das nicht ein Mann? Okay. Aber mit diesem Dün machen wir eh später noch Bekanntschaft. Also von daher ist das egal. Ah, da könnt ihr sehen, die Goldsource, ein riesiger Baum. Mit lustigen Sachen da so. Halt riesige Spielfan, Casino, Wiese. Wie soll man das beschreiben? Ein riesiger Freizeitpark, der in der Luft schwebt. Der Baum ist künstlich gebaut, das ist kein Baum mehr. So, ja, ab hier endet mein Let's Play, weil hier ein Speicherpunkt ist. Und demnächst geht's in einer... Ach nee, nee. Warte mal. Ja, ich habe extra gespart, denn 30.000 Gil. Auch eine Dauerkarte. Solange wir die haben, ist das so. Und GP ist Geld, was man nur in der Gold Source benutzen kann. Die kann man überall. Dingsen. Nein, da ich jetzt keine GP habe, bin ich am Arsch, weil ich nicht weiß, wo ich hier speichern soll, verfickt. Entschuldigung. Naja, ich habe mir eine Dauerkarte geholt, weil jedes Mal, wenn man hier GP verdient und man rausgeht und man keine Dauerkarte hat, werden die gelöscht. Deswegen. Alter.
das Video geht wieder so übelst lange. Ich glaube mittlerweile schon wieder 40 Minuten. Dabei wollte ich das nicht so lang machen, aber nein. Der Speicherpunkt muss mir einen Strich durch die Rechnung machen. Also, warum bin ich nicht früher hier rausgegangen? Speicher an. Stopp. Ein Zelt benutzen und voll heilen. Weil ich nicht weiß, wo hier irgendwas zum Pennen ist. Ach ja, dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Part, wo wir dann diesen Glückspalast unsicher machen. Ciao.